Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baphomets Fluch. Wir sind wieder mit Schotsch unterwegs und sind jetzt in dieser Kapelle eingetreten. Da können wir uns jetzt erstmal genauer umschauen, das konnten wir ja noch nicht machen. Es war ein Lüster mit einer einzelnen Kerze. Okay, kann man die Kerze... Nee, die Kerze kann man nicht anklicken. Da haben wir eine Treppe. Okay, wir haben eine Statue. Es war die große Marmorstatue eines alten Mannes mit Bart. Die Statue hielt eine farbige Glaslinse hoch. Diese Statuen... Was ist mit ihnen? Sie sind genau wie die auf dem Gemälde und am Kamin. Wohl wahr. Es sind die beiden Säulen des gnostischen Glaubens an die Harmonie. Der bärtige Mann ist Yahweh, Jehova, der Gott der materiellen Welt. Der andere hat viele Namen. Heilel, Ishtar, er ist der Lichtbringer. Lux Ferre, Luzifer. Luzifer? Ihr Typen seid also doch Teufelsanbeter? Nein. Wenn er im Gleichgewicht mit Jehova ist, dann ist Luzifer der Gott des Verlangens und des Strebens. Er treibt die Menschen an zur Neugier, Dinge zu entdecken, weiterzukommen. Jehova hingegen ist, im Gleichgewicht mit Luzifer, der Gott der Ordnung. Jehova steht für Selbstlosigkeit und Altruismus. Die Gnostiker huldigen der Harmonie beider Götter im Gleichgewicht. Aber was, wenn der eine ohne den anderen herrschte? Wenn Jehova ohne Luzifer herrschte, dann gäbe es nichts Individuelles mehr. Die Menschen versenken im Konformismus, in blinder Abhängigkeit. Schachfiguren einer überwältigenden Macht. Und wenn Luzifer ohne Jehova herrschte? Aus Verlangen und Streben würde ungezügelte Gier. Die Menschen würden nur noch nach Reichtum und Macht trachten. Die Gesellschaft würde im Chaos versinken. Es herrschten Unordnung und Krieg. Dann wäre Luzifer tatsächlich der Teufel. Eine interessante Betrachtungsweise. Ich meine, ich mag ja Betrachtungsweisen vom Gleichgewicht, dass alles im Gleichgewicht sein sollte. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, diese Betrachtungsweise. So, aber wir haben eine Glaslinse und ich habe irgendwie das Gefühl, da muss es Licht durchschauen durch die Glaslinse und irgendwas zeigen oder so. Ein gläsernes Rad, unterteilt in 6 Farbsegmente. Es sah aus, als könnte man das gläserne Rad drehen. Ein Teil der Linse war abgedeckt. Okay, die können wir uns genauer anschauen. Ich nahm den Lederschutz ab. Zum Vorschein kam eine einfache Kristalllinse. Und? Farbiges Licht fiel hindurch und schien auf das Fresko. Aha, und das können wir jetzt drehen mit verschiedenen Farben und so weiter. Oi. Das Fresko musste genau untersucht werden. Das Fresko war von angestaubten Inschriften umrahmt. Mein Latein war etwas eingerostet, aber ich konnte sie übersetzen. Ex igne puritas, durch Feuer zur Reinheit. Ex luce veritas, durch Licht zur Wahrheit. Ex labore sapientia, durch Anstrengung zum Wissen. Ich hab's Gefühl, wir müssen hier die richtige Farbe einstellen und auf der anderen Seite natürlich genauso und dann zeigt uns das einen bestimmten Ort oder so. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, auf der einen Seite war grün und auf der anderen Seite war blau. Wahrscheinlich müssen wir es auch da so einstellen, schätze ich jedenfalls mal. Und da haben wir dann die verschiedenen Städte und da wird es uns einen bestimmten Weg hinzeigen. Okay. Alles klar. Marquess hatte mir gesagt, die Statue zeige Luzifer. So, aber was passiert, wenn wir jetzt hier noch runtergehen? Ich beschloss noch etwas zu bleiben. Ich war sicher, hier oben gab es noch mehr zu entdecken. Da geht's noch wieder zurück. Alles klar. Dann die Glaslinse. Ein gläsernes Rad, genau wie das, das die andere Statue hielt.
Ein Teil der Linse war abgedeckt. So, dann wollen wir natürlich das auch machen. Ah, das weiß ich nicht. Ich glaube, das war blau. Die Farbe wechselte von gelb zu grün. Die Farbe wechselte von grün zu türkis. Die Farbe wechselte von türkis zu blau. So, jetzt haben wir hier blau. Und wenn es so ist, dass der eine tatsächlich die grüne Farbe und der andere die blaue Farbe war, dann müsste das jetzt auf grün gehen. Dass wir das hier auf grün einstellen. Ihr wisst ja, die eine Statue war blau, die andere war grün und so weiter und so fort. Also probieren wir es einfach mal aus. Die Farbe wechselte von gelb zu grün. So. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Es scheint doch nicht ganz so zu stimmen, wie ich es mir gedacht habe. Eine Stadt im Norden Kataloniens. Eine Stadt im Norden Kataloniens. War es vielleicht umgekehrt? Dass du auf blau warst? Dass die Statuen hier ein bisschen umgekehrt stehen? Die Farbe wechselte von grün zu türkis. Die Farbe wechselte von türkis zu blau. Oder es hat doch nichts mit den Farben zu tun. Ich habe jetzt irgendwas, wo ich noch nicht genau weiß, was Sache ist. Vielleicht müssen wir das Fresko doch nochmal... Vielleicht muss ich das Fresko doch nochmal genauer anschauen. Da sollte ja auch noch was draufstehen. Die Farbe wechselte von gelb zu grün. Nee, das sieht aber auch genauso... Ah, nein! Ja, wir müssen wahrscheinlich noch die Kerze anmachen. Die Bergfestung Montségur in Flammen nach der Eroberung durch die Kreuzritter. Wir müssen wahrscheinlich auch noch die Kerze anmachen. Haben wir nicht Streichhölzer? Genau, was hier gefehlt hatte. Stimmungsvolle Beleuchtung. Vielleicht noch ein paar Kuschelkissen? Ändert es jetzt irgendetwas hier? Nee, nicht wirklich. Okay, ich drehe es mal wieder rum, weil ich glaube, es war nämlich gerade umgekehrt. Dass das ja grün war und das andere blau. Die Farbe wechselt. Die Farbe wechselt. Die Farbe wechselte. Die Farbe wechselte von. Die Farbe wechselte von grün. Die Farbe wechselte von türkis. Das farbige Licht vom rotierenden Glasrad. Okay. Da haben wir ja nicht wirklich was. So, hat sich jetzt irgendwie was geändert mit der Kerze zusammen? Oder braucht man da auch irgendwie eine Linse oder irgendwas? Sieht immer noch irgendwie nicht richtig aus. Katara auf dem brennenden Scheiterhaufen. Lasst uns mal mit Marquis nochmal reden. Señor Marquez? Marquez meine ich natürlich. Entschuldigung? Ja? Okay, da haben wir auch noch einiges zu reden. Vielleicht müssen wir das Medaillon noch davor machen. Als Linse. Das ist auch möglich. Warum war dieser Raum so gut versteckt? Nach Montségur hielten sich meine Vorfahren lieber im Verborgenen auf. Nicht einmal ich wusste als Kind von diesem Ort. Das Fresko könnte wichtig sein. Möglich. Es zeigt eine dunkle Epoche unserer Geschichte. Aber halt! Etwas ist seltsam daran. Sprechen Sie! Jeder der flüchtenden Katara trägt eine Tabula.
Sie sagten doch, es gäbe nur eine einzige Tabula. So ist es. Warum also etwas Falsches malen? Vielleicht, um das wahre Ziel zu verbergen? Natürlich. Und nur ein Gnostiker würde die Wahrheit erkennen. Ja, das ist doch ganz einfach. Jeder trägt es da. Du weißt nicht, welches der richtige ist. Und durch diese Dings, durch diese Lichter, die wir jetzt machen, müsste der richtige angezeigt werden. Und Jehova ist also Gott, richtig? Er ist die zentrale Figur abrahamitischer Religionen. Aber er steht nur für einen Aspekt unseres gnostischen Credos, die materielle Welt. Und diese Statue ist Satan? Nicht Satan. Lucifer. Okay, also nicht böse? Die Kirche hat Lucifer zum Dämon stilisiert. Aus Eigennutz. Er steht für die spirituellen und intellektuellen Elemente der Welt. Gut und Böse sind Produkte des menschlichen Daseins. Sie sprechen von Gleichgewicht. Was meinen Sie damit? Harmonie entsteht aus dem Gleichgewicht zwischen Jehova, der Ordnung bietet, und Lucifer, der das Streben ins Spiel bringt. Nur durch den Einfluss beider gelangt der Mensch zur Erleuchtung. Sieht das Licht. Sie sagen also, die Katharer sind Gnostiker? Die Katharer waren eine auf dem Gnostizismus fußende religiöse Strömung des Mittelalters. Heutzutage nennen wir uns einfach Gnostiker. So, was haben wir da? Da haben wir die Tabula Fariatis. Die Tabula ist also der Schlüssel zur Macht Gottes? Ja. Sie ist ein Gegenstand von unerhörter Macht. Was haben wir sonst noch? Die Kreuzzug. Dieser Albigenser-Kreuzzug muss eine blutige Sache gewesen sein. Kaum jemand hat überlebt. Und doch war er nur eine Episode einer 2000 Jahre währenden Verfolgung. Ja. Immer diese blöden Kreuzzüge. Üble Sache das. Was hat es mit den Linsen in den Händen dieser beiden Statuen auf sich? Sie verändern eindeutig die Farbe des Lichts, das auf das Fresko fällt. Aber wieso? Und wozu unterschiedliche Farben? Bedeutet all das farbige Licht etwas, das auf das Fresko fällt? Ich weiß es nicht, Senior. Dabei bin ich auf Ihre Hilfe angewiesen. Okay. Guck, da ist diese grüne und diese blaue Statue hier. Er würde sich wohl nicht... Deswegen habe ich ja gemeint gehabt, dass das eine blau und das andere grün sein müsste. Okay, lasst uns mal eine Sache ausprobieren. Können wir das Medaillon vor den Lüster oder an den Lüster klemmern? Dass es auch wie eine Linse fungiert. Ha! Erstaunlich. Das Licht zeigt den Weg. Den Pfad der Bonhomme. Den... was? Der heilige Pfad, auf dem meine Vorfahren mit der Tabula Veritatis die Pyrenäen überquerten. Vom Mont Ségur über die Berge bis zu dieser Stadt. Und welche Stadt ist das? Ich weiß nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber ihr Wappen ist ganz charakteristisch. Aber wie bringt uns das der Tabula näher? Es weist uns den Weg, den die Tabula vor 800 Jahren nahm. Ich glaube, mehr werden wir hier oben nicht finden, Senior. Sie haben recht. Kehren wir in den Saal zurück. Jetzt sind die Wappen... Eva wird sich schon Sorgen machen. Jetzt sind die Wappen an der Wand wichtig. Ich glaube, ich sehe es auch schon. Wir haben also den Pfad der Bonhomme gefunden. Wie hilft uns das weiter? Er muss irgendwas mit dem Gemälde zu tun haben. Papa, bist du verrückt? Was machst du denn da? Mir geht es gut. Mach nicht so einen Wirbel. Du hast mich mitgenommen, damit ich auf dich aufpasse. Also lass mich das auch tun. Ramon ist draußen und hält Wache. Hallo, George. Schön, dass es dir gut geht. Was habt ihr gefunden? Über dem Kamin befindet sich eine verborgene Kapelle.
Aber keine Allerweltskapelle, wie man sie kennt, sondern eine Gnostikerkapelle. Dafür gedacht, nicht einen Gott zu verehren, sondern zwei. Was? Ich erzähl's dir später. Ich habe übrigens auch ein paar Sachen gefunden, die mit all dem zusammenhängen könnten. Komm in die Bibliothek. Ah, und bring bitte das Gemälde mit. Ich glaube, das werden wir brauchen. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Ich rede aber erst noch mal mit den Zweien hier. Alles in Ordnung, Senor Marquez? Mir geht es gut. Bloß etwas erschöpft. Haben Sie eine Idee, was Nico gefunden haben könnte? Einige Bereiche dieses Hauses waren lange Zeit verschlossen. Schauen Sie nach. Ich bleibe hier. Können Sie mir sonst noch etwas über diesen Pfad der Bonhomme erzählen? Das war ein geheimer Weg, auf dem meine Vorfahren die Pyrenäen überquert haben. Der Weg, auf dem die Tabula nach Katalonien gelangte. So, die Kapelle haben wir noch. Sie hatten also wirklich keine Ahnung, dass sich hinter dem Kamin eine Gnostikerkapelle versteckte? Nein, aber dieses Haus steckt voller Geheimnisse. So scheint es mir auch. Eva? Eva? Ja? Sagen Sie Bescheid, wenn ich irgendwas für Ihren Vater tun kann. Mache ich. Danke. Okay, alles klar, dann nehmen wir mal das Bild mit. Dann schauen wir uns dieses eine Wappen noch an. Was machen Sie denn da mit La Maledictio? Nico hat etwas gefunden und bat mich, ihr das Gemälde zu bringen. Ich passe gut drauf auf, versprochen. So, und das war doch eindeutig dieses Wappen hier. Auf der Schriftrolle unter dem Schild stand Figueres. Figueres, ich glaube, das war dieses Wappen, was wir gesehen haben, wo das Ding drauf gezeigt hat. Eva, geh mit ihm. Pass auf, dass dem Gemälde nichts geschieht. Ich sollte bei dir bleiben, Papa. Mach dir keine Sorgen um mich. La Maledictio ist viel wichtiger. Hast du das Gemälde mitgebracht? Klar, aber was willst du damit? Ich habe herausgefunden, was Genen vorhatte. Der Genen, der Medowski das Bild abkaufen wollte? Nein. Der Genen, der im Bürgerkrieg die Faschisten hierher geführt hat. Der Genen, der hier monatelang nach irgendwas gesucht hat. Und der dann eines Tages einfach verschwand und diese Truhe voller Kinkerlitzchen da drüben zurückließ. Meinst du, er ist verwandt mit dem Genen, der Medowski diesen Brief geschrieben hat? Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie verwandt sind. Ja. Vielleicht. Also, welchen Plan hast du entdeckt? Schau dir das mal an. Das ist Genens Landkarte. Er hat etwas gesucht. Wonach genau hat er gesucht? Nach der Tabula Veritatis, schätze ich mal. Glaubst du, er hat sie gefunden? Das bezweifle ich. Hätte er sie entdeckt, wäre nicht immer noch jemand hinter dem Gemälde her. Also, warum sollte ich es herholen? Siehst du dieses Gekritzel da im Meer? Das hat dieselbe Form wie die Kreise rund um den Ouroboros. Stimmt. Genen glaubte, dieses Muster auf dem Bild habe etwas mit einer Landkarte von Katalonien zu tun. Wir sollten versuchen, das zu beenden, was Genen angefangen hat. Ich würde wetten, dass diese Kringel da um den Ouroboros Orte in Katalonien sind. Aber welche Orte? Vielleicht kann uns das Gemälde noch ein paar Hinweise geben. Okay, was können wir machen? Wir können uns das Gemälde wahrscheinlich genauer anschauen. Die Landkarte musste der Schlüssel sein. Ziel ist es, die Hinweise in La Maledictio zu entschlüsseln und die vier Schlüsselpositionen zu markieren. Um einen Ort zu markieren, nimm eine Nadel und steck sie auf die Karte. Du wirst merken, wenn du die vier richtigen Orte entdeckt hast. Okay, dann schauen wir uns aber erst nochmal das Gemälde genau an. Oder muss ich das jetzt mit der Karte benutzen? Das würde nicht funktionieren. Oder mit dem Tisch. Ah, hoppla. Das war... Na, okay. Dann muss ich es wahrscheinlich einfach nur anschauen. Okay. Ja, das sind dieselben Symbole hier. Wie die Gekritzel auf Dings hier. In dem Ring war ein Turm. In dem Ring sah man eine offenbar wohlhabende Stadt. Wenn man dem Fresko glaubte, lag die Stadt in diesem Ring am südlichen Ende des Pfads der Bonhomme. Aber welche Stadt war das?
Wie hieß das? Viguras oder so? In dem Ring sah man eine Art Burgtor. Es befand sich in dem Licht, das von Luzifer und Jehova herabschien und hatte sicher mit dem Pfad der Bonhomme zu tun. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Figuri oder Dingsbums war. Ach, kann man das irgendwie auf der Karte? Barcelona. Figueres. Die Ortschaft Figueres. Figueres. Die Ortschaft Figueres. Genen hatte nach den möglichen Verstecken der Tabula gesucht. Vielleicht lieferten mir seine Habseligkeiten einen Anhaltspunkt. Seine Habseligkeiten? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das damit gemeint ist. Ich wusste nicht, ob ich wirklich... Okay, dann schauen wir nochmal in die Tour rein. Vielleicht haben wir da ja tatsächlich, wenn er sagt, die Habseligkeiten liefern Hinweise. Ja, jetzt können wir auch mehr machen. Ich hatte keine Lust, die alten Stiefel mitzuschleppen. Ich nahm den Hut aus der Truhe. Jemand hatte etwas unter das Hemd gesteckt. Ah ja. Ich nahm den gefalteten Zettel heraus. Es war ein Telegramm. Okay, den können wir uns dann doch gleich mal richtig anschauen. Was ist das denn für ein Telegramm? Was steht da drauf? Das Telegramm ist mit einem einfachen Ersetzungscode verschlüsselt. Um es zu dechiffrieren, brauchst du nur einen Buchstaben im Telegramm zu markieren und den dazugehörigen Buchstaben unten aus dem Alphabet auszusuchen. Die ausgewählten Ersatzbuchstaben erscheinen dann im Telegramm und die entschlüsselten Wörter nehmen langsam Gestalt an. Wenn du dich vertan hast, wähle den Buchstaben erneut an und ändere die Zuordnung. Ugh. Es könnte vielleicht sowas sein wie und oder so. Ich probier's gerade mal. Nee, das kann nicht sein mit DD hier. Das kann es nicht sein. Aber vielleicht ist das hier was mit und. Das sind halt diese Wörter und sie und so weiter. Das sieht irgendwie besser aus. Dann könnte das vielleicht von oder so sein, aber das glaube ich eigentlich auch nicht. Also diese Dreier-Dinger, das sind immer mit von und so weiter und so fort. Könnte man es gut machen. Zweier-Worte mit R oder S oder so wäre auch nicht schlecht, aber das gibt es ja leider hier nicht. Ah, sieht das jetzt besser aus? Ah, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Nee, glaube ich nicht. Das ist ja Ute, das passt auch nicht so richtig. Und da und. Ah. Probieren wir es hier mal mit aus. Nee, das passt auch überhaupt nicht hier. Ja, das sieht man da. Das passt überhaupt nicht. Das könnte schwierig werden. Das kann schwierig werden. Na gut. Aber haben wir sonst noch was hier? Unter dem anderen Hemd war nichts. Hier vielleicht noch was ich drunter? Ich nahm das Wachstuch aus der Truhe. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwelche Hinweise. Ich hob die Decke hoch, aber darunter lag nichts mehr. Ich hatte keine Lust, die alten Stiefel mitzuschleppen. Okay, schade. Das war ein ziemlich... Da lag ein gefaltet... Also wir müssen... Ein kleines Stück Öltuch lag sauber gefaltet in der Truhe. Ja, jetzt nicht mehr.
Aber ich glaube, das war es dann auch gewesen. Außer die Stiefel scheint dann nichts mehr drin zu sein. Ich habe auch keinen Hotspot mehr. Ich legte alles zurück in die Truhe. Na gut. Haben wir sonst noch irgendetwas? Ich glaube nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine Ort, den wir markiert haben, dass der stimmen müsste. Das ist der eine von, was wir da rausgekriegt haben. Bin ich mir relativ sicher eigentlich, dass es so ist. Dann müssen wir das Ding noch dechiffrieren und die drei anderen Sachen rauskriegen. Ja, das hier. Wenn man dem Fresko glaubte, lag die Stadt in diesem Ring am südlichen Ende des Pfads. Ja, genau. Aber welche Stadt? Ein Pfad vom Dings. Und da haben wir ja so eine Dings gesehen gehabt. In dem Ring sah man eine Art Burgtor. Es befand sich in dem Licht, das von Luzifer und Jehova herabschien und hatte sicher mit dem Pfad der Bonhomme zu tun. Er befand sich in dem Licht. Kann ich das Ding auch nochmal irgendwie anschauen? Muss ich mir nochmal ausprobieren, ob ich nochmal zurück in den Dings gehen kann? In dem Ring sah man eine offenbar wohlhabende Stadt. In dem Ring war ein Turm. Also wir haben einen Turm, eine wohlhabende Stadt und das Ding noch, das eine Burg, das auf diesem Pfad gewesen ist. Ja gut. Aber ich sehe schon, ein bisschen überzogen habe ich schon. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.